Das hier ist der Heizkreisverteiler im Erdgeschoss. Und wir hatten jetzt eben die letzten Tage und Wochen sehr tiefe Temperaturen im Minusbereich. Jetzt bin ich heute hier eben da. Auch im Inneren hat es nochmal minus 1 Grad oder sowas gehabt. Ich habe jetzt eben die Heizung eingeschaltet und nach ein paar Minuten, also Heizung in Form von elektrisch und Gasheizung, und jetzt hat es hier nach einigen Minuten das Tropfen angefangen. Das tropft hier eben aus diesem Teil hier beim Heizkreisverteiler. Nicht ganz klar, was kaputt ist, aber das scheint irgendwie nicht mehr so dicht zu sein, wie es sein sollte. Leider scheint es hier bei der Heizung noch ein weiteres Problem zu geben. Und zwar sind wir eigentlich davon ausgegangen, dass hier nur dieser Kugelhahn kaputt ist. Das hat da eben getropft, gestern oder vorgestern, hat dann aber aufgehört, hat mich selbst gewundert, weil so viel Wasser kam da am Ende gar nicht bei raus. Aber wenn ich mir das hier so anschaue, dann ist hier jetzt alles nass. Und das kommt auch definitiv irgendwo aus der Leitung, weil ich hatte hier kein Wasser in der Nähe. Und das würde heißen, dass hier bei diesen Rohren irgendwas undicht ist oder auch oben, keine Ahnung, wobei man sieht jetzt nicht, dass die Wand nass ist. Also ich würde eher darauf tippen, dass das hier unten einer dieser Winkel oder dieser Eckstücke ist. Und da kommt man später wohl nicht mehr so einfach hin, wenn einmal verputzt ist. Also das sollte man sich definitiv anschauen, bevor wir hier das Ganze verputzen.